Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich euch mal, wie ich meine Sprechstimme für die Videos mische. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Mixpraxis und heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, zu dem ich schon oft befragt wurde, per Mail, per Facebook und so weiter und so fort. Also ganz oft kommt die Frage, wie mischst du eigentlich die Stimme für deine Videos? Und die Antwort ist relativ einfach und ist vor allem tollerweise für nicht nur uns Musiker interessant, sondern auch für Leute wie Let's Player zum Beispiel oder aber auch für Leute, die Voice-Over machen bei verschiedenen Videos. Und das Ganze funktioniert in jeder DAW, denn wir brauchen dafür nur 3 Plugins, die im Prinzip bei jeder DAW mitgeliefert werden. Wir brauchen einen Equalizer, einen Kompressor und einen Limiter und das Ganze funktioniert mit Logic, Cubase, Ableton, Pro Tools und wie sie alle heißen, Studio One natürlich. Und am Beispiel einer Studio One Session möchte ich euch heute auch mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Ich habe meine Stimme mit diesem Mikrofon hier aufgenommen und wir schauen jetzt mal in diese Session rein, wie ich es genau gemischt habe. Los geht's! So, da sind wir in der Session und wie ich gerade schon gesagt habe, benutze ich normalerweise Equalizer, Kompressor und Limiter, also 3 Plugins, die eigentlich in jeder DAW mitgeliefert werden. Und ich habe hier mal eine Session aufgemacht mit einer Aufnahme von einem meiner letzten Videos. Und wie ihr sehen könnt, das hier ist der Kanalzug. Ich habe hier 2 Equalizer drin, 2 Kompressoren, 1 Limiter und auf der Mastersumme hier hinten habe ich auch nochmal 1 Limiter drauf. Warum das genau immer 2 sind, das müssen nicht immer 2 sein, das kann auch mal einer sein, das können auch mal 3 sein, das erkläre ich gleich mal anhand dieser Stimme. Ich habe diesen Track hier aufgenommen mit diesem Headset, was ihr jetzt auch gerade hört und was ich natürlich jetzt auch, wenn ihr es hört, schon nachbearbeitet habe. Aber dieses Headset von Sennheiser kostet beim großen T für Thomann, kostet das glaube ich, keine Ahnung, 120 Euro so in dem Bereich. Ist also überschaubar und sehr angenehm im Tragekomfort. Ich finde es super, weil es stört mich überhaupt gar nicht und es schränkt mich auch nicht ein. Ich habe die Arme frei und so weiter, deswegen kann ich damit eigentlich ganz super arbeiten. Es geht direkt über einen kleinen Preamp rein ins Interface und ich nehme das Signal in der Regel nicht zu heiß auf, also nicht zu laut ausgesteuert, denn wenn ich mal ein bisschen lauter sprechen sollte, darf es ja nicht passieren, dass ich sofort eine Übersteuerung aufnehme und deswegen achte ich darauf, dass der Pegel so im mittleren Bereich ist, damit ich nicht zu leise bin. Wenn man mit 24-Bit Bit-Tiefe aufnimmt, dann ist es auch nicht so schwierig, weil dann kriegt man auch nicht zusätzliches Rauschen drauf. Falls du davon keine Ahnung hast, was ich jetzt gerade mit Bit-Tiefe gesagt habe, ich habe hier mal ein Video aufgenommen, wo ich 16-Bit-Aufnahmen mit 24-Bit-Aufnahmen verglichen habe und das genau erklärt habe, wie es damit zusammenhängt. Kann ich mal unten verlinken in der Videobeschreibung und hier oben rechts mache ich auch mal einen kleinen Link darauf. Aber jetzt schauen wir in die Session rein und hören mal, wie es im ursprünglichen Zustand ist. Die Spur hat keine Plugins, zumindest keine aktiven und den Limiter auf der Hauptspur habe ich auch ausgemacht und jetzt hören wir mal rein, wie es ursprünglich klang. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Und das Stichwort an dieser Stelle ist Pre-Production. Und da haben wir schon das Problem. Die Stimme ist ein sehr dynamisches Instrument. Das heißt, ihr seht ja auch die Ausschläge hier auf der Wellenform, dass es mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser ist. Und genau darum geht's. Das müssen wir einfangen. Das heißt, wir müssen den Dynamikumfang unserer Stimme einschränken, damit wir, sei es beim Let's Play oder aber auch bei den Tutorials zum Beispiel, dass wir eine durchgängige Lautstärke haben und man nicht zu große Lautstärke-Schwankungen hat bei der Stimme. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen leiser spreche, musst du nicht sofort genötigt sein, am Handy vielleicht nachzuregeln. Und umgekehrt, wenn ich ein bisschen lauter wäre, musst du nicht sofort nachregeln. Diesen Dynamikbereich der Stimme wollen wir ordentlich eingrenzen und wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass sie gut klingt. Das machen wir, das gut klingen mit dem Equalizer und das mit der Dynamik machen wir mit den Kompressoren und mit dem Limiter. Und wir starten mal, ich mache mal den Kanal jetzt ein bisschen lauter, damit ihr auch wirklich hören könnt, was los ist. Diese plus 10 dB, die ich jetzt mal hier hochgezogen habe, die müssen wir natürlich gleich runternehmen, sobald wir spätestens zum Limiter kommen. Aber jetzt zum Hören machen wir erstmal den ersten Equalizer an, den ich genommen habe. Und den habe ich, den kann man auch mit der groben Kelle bezeichnen. Das heißt, diese grobe Kelle, ich mache den mal an. Ihr seht schon, dass die Equalizer-Kurve hier ziemlich abgefahren ist. Ich habe hier im unteren Bereich deutlich was rausgenommen. Ich habe hier zwischen 200 und 500 Hertz im unteren Mittenbereich deutlich was rausgenommen. Das ist der Bereich, der die Stimme meistens so mumpfig und belegt klingen lässt. Und dann habe ich hier im oberen Bereich ungefähr bei 5 Kilohertz, das ist von Stimme zu Stimme, von Mikrofon zu Mikrofon ein bisschen unterschiedlich. Müsst ihr mal ein bisschen tüfteln. Habe ich ein bisschen angehoben, das ist nicht viel hier, 3 Dezibel da angehoben bei 5,3 Kilohertz, um einfach noch ein bisschen besser Sprachverständlichkeit hinzukriegen. Aber ich schalte mal alle Bänder aus, bis auf den Low Cut, den ihr sowieso standardmäßig drin haben solltet. Und dann hören wir mal, was genau passiert, wenn ich die einzelnen Bänder dazu schalte. Wir hören mal von vorne und beobachtet mal, wie ich sukzessive von unten nach oben die Bänder dazu schalte, wie die Stimme klarer, deutlicher und gleichzeitig besser verständlich wird. Los geht's. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Und das Stichwort an dieser Stelle ist
Pre-Production. Ich habe das neulich auch zum ersten Mal gehört und wusste erst so richtig nichts damit anzufangen, weil ich mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Aber Pre-Production ist ein Schlüssel zu besseren Mixen. Denn ich hoffe, ihr konntet es jetzt gut hören. Sonst muss ich es nochmal machen. Und ihr könnt ja mal zurückspulen, ist ja auch kein Problem. Aber speziell diese 1, 2, 3, 4 Bänder, die hier im Bereich zwischen, 180 bis 800 Hertz aufgeräumt haben, also subtrahiert haben, die haben dafür gesorgt, dass das Signal extrem gut verständlich wird und der Mumpf entfernt wird. Und dann habe ich einen zweiten Equalizer dahinter gemacht, den habe ich aber nur für Schönfärberei gemacht, habe hier auch klassisch wieder meinen Low-Cut drin, aber das ist bei mir schon ein Reflex, wenn ich den reinmache, und habe dann hier nur im oberen Bereich mit einem High-Shelf ein bisschen angehoben, 2,3 dB hier oberhalb von 4 kHz. Falls auch diese Begriffe dir nichts sagen sollten, High-Shelf, Low-Shelf, Bell-Filter und so weiter und so fort, kommt jetzt hier schon die nächste Einblendung, bang, ich habe nämlich einen Special über 3 oder 4 Folgen gemacht zum Thema Equalizer, wo die grundsätzlichen Sachen mal erklärt werden und wo erklärt wird, wie ein Equalizer funktioniert und welche verschiedenen Filterformen es gibt. Also wenn dich das interessiert und du bis hier nur böhmische Dörfer verstanden hast beim Equalizer, schau einfach mal ins Tutorial da oben rein in die 3 oder 4 Folgen und dann wirst du danach eine ganze Menge mehr verstehen von dem, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Wenn dem nicht so ist und du alles verstanden hast, dann siehst du, dass ich hier einfach nur ein bisschen Schönfärberei mache und dass ich hier oberhalb von 4 kHz zugunsten der Sprachverständlichkeit nochmal ein kleines bisschen angehoben habe. Das war's bei diesem Equalizer auch schon. So, jetzt kommen wir zu den Kompressoren, zur Dynamikeinschränkung. Wie gesagt, die Stimme ist ein sehr dynamisches Instrument und hier gerade da, wo die Cursor-Position ist, könnt ihr es sehen, hier habe ich einen Peak, einen ziemlich lauten Peak und dahinter wird es ein bisschen leiser und genau diese Dynamik, die müssen wir jetzt einschränken. Und damit ein Kompressor alleine das nicht richtig heftig abfangen muss, habe ich 2 hintereinander geschaltet. Und ich habe neulich bei Musik schon mal erklärt, dass ich 2 Kompressoren gerne hintereinander schalte. Einen, der etwas langsamer reagiert und dafür aber schneller wieder hochregelt. Das mache ich mit diesem Kompressor hier. Ich habe hier ein Kompressionsverhältnis von 4 zu 1, eine relativ langsame Attack-Zeit, die so die ersten Peaks so durchlässt, die Transienten, und die dann aber relativ zügig das Signal wieder auf Normallevel hochfährt. Hier mit einer Millisekunde Release, eine sehr schnelle Release-Zeit. Und dann habe ich das einfach mit dem Threshold hier so eingestellt, dass er ungefähr 4-5 Dezibel reduziert von der Dynamik abfängt, also die Pegelspitzen abfängt und das dann hier mit dem Make-up-Gain wieder einfängt. Und solltest du auch davon nichts verstanden haben von den 4-5 Begriffen, die ich gerade genutzt habe. Ich verlinke hier oben nochmal eine kleine Special-Reihe. Oh Mann, ist eine Werbeveranstaltung heute für mich. Ich verstehe es gar nicht. Aber falls du da Interesse hast zu verstehen, wie ein Kompressor funktioniert, Kompressor Basics habe ich eine Reihe gemacht. Die verlinke ich dir auch mal hier oben. Da kannst du dir einzelne Begriffe auch nochmal anhören und schauen, wie ein Kompressor gut funktioniert. Also, dieser Kompressor fängt so 4-5 Dezibel ab und ich lasse ihn mal laufen. Ihr könnt mal sehen, wie die Ausschläge sind. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Und das Stichwort an dieser Stelle ist Pre-Production. Ich habe das, ne, er fängt, also wenn ich unterhalb des Threshold bin, fängt er gar nichts ab, aber nur die lauten Pegelspitzen, die soll er abfangen. Er hat jetzt hier nur bis 2, knapp 3 Dezibel abgefangen, aber das summiert sich dann. Über die komplette Strecke des Tutorials wird es dann immer so in dem Bereich 4-5 Dezibel sein und er holt dann auch hier schon mit dem Make-up-Gain so ein kleines bisschen Lautstärke auf. Der nächste Kompressor macht im Prinzip das gleiche, nur habe ich den von der Reaktionszeit anders eingestellt, habe den eine relativ langsame Attack-Zeit mit 1 Millisekunde gegeben und noch relativ langsamere Reaktionszeit beim Release, beim Wiederaufholen der Lautstärke. Damit verhält er sich wie ein klassischer LA2A und also auch ein berühmter alter Kompressor und reagiert hier mit einem Kompressionsverhältnis von 4 zu 1 auch auf viele Pegelspitzen und fängt nochmal weitere 4 bis 5 Dezibel Dynamik ab. Und den habe ich jetzt angeschaltet und wir hören mal, wie es jetzt damit klingt. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Und das Stichwort an dieser Stelle ist Pre-Production. Ich habe das neulich auch zum ersten Mal gehört und wusste, ne, sehr unauffällig, also man merkt nicht, dass das Signal irgendwie pumpt, aber er fängt auf jeden Fall alles auf, was hier gewesen ist. So, damit haben wir jetzt also zweimal schon ungefähr 4-5 Dezibel abgefangen an Dynamik, haben den Dynamikumfang schon mal stark eingeschränkt und haben das Ganze aber mit dem Make-up-Gain wieder aufgefangen. Das ist also ein kleines bisschen lauter geworden, das Signal, aber jetzt nehme ich ja diese 10 dB hier aus dem Kanal wieder zurück. Den stelle ich jetzt auf 0, denn jetzt kommt der Limiter und mit dem Limiter machen wir nur Folgendes, wir machen laut. Und das ist relativ einfach bei dem Limiter, zumindest bei Studio One, aber andere Limiter, zum Beispiel der von Logic, funktioniert auch nicht anders. Ich habe hier eingestellt, Ceiling ist, wo der lauteste Peak rauskommen soll. Das ist hier bei 0 dB, habe ich den hier mal eingestellt. Normalerweise stelle ich den bei minus 1 ein, aber da wir hier auf einem Kanal sind, kann ich den auf 0 stellen und habe dann hier am Input
8 dB draufgedreht. Das heißt, ich habe das gesamte Signal um 8 dB nach oben gefangen und alle Pegelspitzen, die über diese 0 dB, die ich bei Ceiling eingestellt habe, drüber gehen, werden stumpf abgeschnitten. Das heißt, es gibt keinen Peak, der lauter ist als 0 dB. Damit vermeiden wir Verzerrungen. Auf der anderen Seite holen wir das ganze Signal jetzt um 8 Dezibel. 3 dB ist, glaube ich, eine Verdopplung der Lautstärke. Das heißt also, wir verdreifachen, wir vervierfachen fast die Lautstärke des Signals und holen es damit jetzt richtig weit nach vorne. Und wenn ich den jetzt anmache, den Limiter, dann kommen wir im Prinzip in den Bereich, wie die Stimme tatsächlich klingen sollte. Das klingt dann so. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Du wirst jetzt sagen, naja, also das Signal ist ja nicht deutlich lauter geworden, aber du darfst ja nicht vergessen, ich habe gerade den Kanal um 10 Dezibel runtergedreht und die habe ich wieder, es ist genauso laut wie vorher, nur jetzt ist es wirklich auf normaler, guter Lautstärke für ein Video und wir machen den Limiter nochmal an, du kannst nochmal sehen, wie der arbeitet, ich lasse es nochmal laufen von vorne. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise... Die mittlere Lautstärke hier, dieser weiße Strich, der hier rumgetanzt ist, die ist jetzt hier knapp unter 12 Dezibel. Normalerweise sollte die zwischen minus 12 und minus 9 Dezibel irgendwo rumtanzen. Ich habe das jetzt noch nicht übertrieben mit diesem Limiter, weil ich habe ja noch einen Limiter auf der Mastersumme. Also der zweite Limiter, den ich jetzt hier auf die Mastersumme nochmal draufgeschmissen habe, der macht jetzt die letzten 3 dB nochmal, die hier fehlten. Und wenn ich den jetzt dazu mache, kommen wir genau auf die Lautstärke, die ich immer bei meinen Sprechstimmen habe. Und jetzt klingt es so. Wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Und das Stichwort an dieser Stelle ist Pre-Production. Ich habe das neulich auch zum ersten Mal gehört und wusste erst so richtig, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen lauter machen können, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Und so schaffst du es auf jeden Fall mit Equalizer oder in diesem Fall sogar zwei Equalizer, einen fürs Grobe, einen fürs Feine, zwei moderat eingestellten Kompressoren und einem Limiter fürs Lautmachen oder auch zwei Limitern fürs Lautmachen. Da sorgst du dafür, dass deine Stimme ordentlich verständlich ist, immer schön auf einem gleichen Level und vor allem sehr gut klingt. Und diese Equalizer-Einstellungen, die sind natürlich jetzt hier für mein Mikro gewesen, aber für jedes andere Mikrofon sind diese kritischen Bereiche auch immer dabei. Untere Mitten, Bässe wegschneiden und im oberen Bereich so um 4, 5, 6 Kilohertz dafür sorgen, dass die Sprachverständlichkeit sauber reingedreht wird. Übertreibt es nicht mit dem Reindrehen, 3, 4 dB reichen in der Regel, aber damit solltet ihr es auf jeden Fall schaffen, auch mit eurem Mikro einen guten Sound hinzukriegen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir wollten uns ja auch ein bisschen Mühe geben hier für diese Stimmen und mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden, wie es nächste Woche weitergeht. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou!